Hi, in dieser Anleitung zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du deinen eigenen Blog erstellst. Ich nehme dich mit an die Hand und beantworte dir alle Fragen, damit du schneller ans Ziel kommst und die typischen Anfängerfehler vermeidest. Ich weiß, dass das Starten eines Blogs am Anfang ziemlich einschüchternd erscheinen kann. Dieses Tutorial dreht sich komplett um das Bloggen für Anfänger und wird dir beibringen, wie du mit nur grundlegenden Computerkenntnissen und ohne programmieren zu können deinen eigenen professionellen WordPress-Blog erstellst. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem Tutorial. Um deinen eigenen professionellen Blog zu erstellen, musst du lediglich vier einfachen Schritten folgen. Erstens, du benötigst einen Domainnamen. Ein Domainname kostet im Schnitt 5 bis 10 Euro pro Jahr. Zweitens, du benötigst Webhosting. Webhosting beläuft sich auf 4 bis 10 Euro pro Monat. Drittens, du musst WordPress installieren. WordPress ist gratis. Viertens, du kannst deine Webseite erstellen. Fangen wir an mit Schritt 1. Wähle einen Domainnamen für deinen eigenen Blog aus. Der Domainname ist die Adresse deines Blogs und wenn jemand deinen Domainnamen in einen Internetbrowser überall auf der ganzen Welt eingibt, dann wird er zu deiner Blogseite weitergeleitet. Gute Blog-Domainnamen sind einzigartig und beschreibend, sodass dein Publikum sofort weiß, worum es geht in dem Blog. Eine andere Möglichkeit ist, einfach deinen eigenen Namen zu verwenden und dies wird häufig bei persönlichen Blogs gemacht. Viele Top-Blogger verwenden ihren eigenen Namen als Domainnamen. Das hat auch den zusätzlichen Vorteil, dass eine andere Person deinen Namen nicht mehr registrieren kann. Sobald du einige gute Ideen für Blognamen gesammelt hast, musst du noch eine Domain-Endung auswählen. .de ist in Deutschland eigentlich Standard, aber du kannst genauso gut auch eine .com oder .net benutzen. Ich würde dir aber abraten, andere Endungen zu nehmen, wie zum Beispiel .org oder .biz, weil sie den meisten Leuten einfach nicht so vertraut sind. Solltest du feststellen, dass der von dir gewünschte Domainname bereits vergeben ist, musst du versuchen, Wörter wie der, die, das an den Anfang des Namens zu setzen oder Zahlen zu verwenden oder du kannst auch versuchen, Bindestriche zwischen den Wörtern hinzuzufügen. Hier noch ein kleiner Hinweis, du kannst in einem Domainnamen keine anderen Satzzeichen als Bindestriche verwenden. Schritt 2. Wähle einen Webhoster. Ein Webhost ist ein Unternehmen, das alle Dateien für deinen Blog speichert und sie an den Benutzer ausliefert, wenn er deinen Domainnamen eingibt in den Browser. Du musst einen Webhost haben, um einen Blog zu erstellen. Die Wahl eines schlechten Webhosts wird deinen Blog von Anfang an zum Untergang verurteilen. Und die Benutzer werden durch langsame Ladezeiten frustriert sein und feststellen, dass dein Blog einfach nicht funktioniert. Vielleicht bist du dazu geneigt, deinen Blog bei Diensten wie Blogspot, WordPress.com, Tumblr, Wix oder Jimdo zu erstellen. Schließlich ist es da ja kostenlos und du kannst einfach gleich drauf losschreiben. Aber wenn du es halbwegs ernst meinst mit dem Bloggen, dann rate ich dir dringend von diesen Diensten ab. Es ist mit einem kostenlosen Webhost fast unmöglich, gute Rankings bei Suchmaschinen wie Google zu bekommen. Außerdem haben kostenlose Webhosts nicht einmal annähernd die Möglichkeiten zur Suchmaschinenoptimierung, die dir ein kostenpflichtiger Blog bieten kann. Somit wird es recht schwierig, mit deinem Content zu ranken und von potenziellen Kunden oder Fans gefunden zu werden. Es ist auch fast unmöglich, guten Kundensupport bei kostenlosen Webhosts zu bekommen. Also wenn du irgendwelche Fragen rund um deinen Blog hast oder Hilfe brauchst, dann ist es sehr schwierig, jemanden zu finden, der dir helfen kann. Und das kann dich wirklich in Schwierigkeiten bringen, wenn du nicht selbst genügend technisches Know-how hast. Ein kostenloser Webhoster wird dir es auch nicht erlauben, Werbung auf deinen Blog zu schalten. Stattdessen wird er seine eigene Werbung auf deinen Blog platzieren, aber nicht deine. Häufig darfst du dann auch noch nicht mal Affiliate-Links benutzen und somit wird es sehr schwierig werden, deinen Blog auf diese Weise zu monetarisieren. Aber das ausschlaggebendste Argument ist, ein kostenloser Webhoster kann deinen Blog jederzeit abschalten, welches auch häufiger passiert, als du denkst. Ich kenne jemanden, der fast 3 Jahre investierte Zeit und Arbeit verloren hat, einfach nur, weil dem kostenlosen Webhosting-Anbieter etwas nicht gefiel, was er in einem Artikel geschrieben hatte. Ich empfehle dir daher stattdessen, deinen Blog auf einem eigenen Webhosting-Paket zu betreiben. Mit einer selbst installierten und selbst konfigurierten WordPress-Installation und einer eigenen Domain. Der Einstieg in WordPress ist zwar etwas schwieriger, aber du bist dadurch deutlich flexibler und kannst deinen Blog so gestalten und erweitern, wie du es möchtest. Dazu kommt, dass dein Blog responsive sein wird, das heißt, er ist auch kompatibel mit allen mobilen Geräten und das Design wird dort auch ideal angezeigt. Und ganz nebenbei mit der DSGVO ist seit dem 25.05.2018 noch ein weiteres wichtiges Argument gegen kostenlose Webhosting-Plattformen dazugekommen. Und zwar, viele Anbieter, darunter WordPress.com oder Blogspot, sind in der kostenlosen Version einfach nicht mehr datenschutzkonform nutzbar. Das heißt, du würdest Gefahr laufen, teure Abmahnungen zu bekommen. Sei also nicht geizig oder bequem und tu dir selbst einen Gefallen und hoste selber.
Ich habe in den letzten 5 Jahren haufenweise Webhosting-Anbieter getestet und der Webhosting-Anbieter, der meiner Meinung nach das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat, ist SiteGround. SiteGround ist mehrfach ausgezeichnet und wird sogar von WordPress selbst als empfohlener Webhoster auf deren Webseite beworben. SiteGround hat seinen Sitz in der EU, welches ebenfalls aus Datenschutzgründen definitiv zu empfehlen ist. Du solltest auf gar keinen Fall einen Webhosting-Anbieter aus den USA nehmen, weil diese komplett andere Datenschutzregelungen haben als wir. Aber das Hauptargument, welches für SiteGround spricht, ist die Performance. SiteGround ist super schnell. Das heißt, deine Webseite wird super schnell geladen und der Nutzer hat eine super Erfahrung auf der Webseite, wenn er Seiten öffnet und diese sich ganz schnell öffnen lassen. Außerdem bieten sie neben schnellen Ladezeiten und einer einfachen, anfängerfreundlichen Bedienung auch extrem kostengünstige Webhosting-Pakete an, die auf WordPress ausgelegt sind. Das heißt, wenn du dich bei SiteGround registriert hast, kannst du WordPress im Backend mit nur einem Klick ganz automatisch installieren und sofort auf deine Webseite zugreifen. Für Neukunden bietet SiteGround ein attraktives Spezialangebot mit über 60% Rabatt an. Und damit du Zugang dazu bekommst, ist alles, was du tun musst, hier auf den Button Starte deinen Blog zu klicken. Oder gehe auf 30tageblogchallenge.de/SiteGround und du bekommst Zugang zu diesem exklusiven Angebot. Klicke den Starte deinen Blog-Button unten und es wird sich ein neues Fenster öffnen, welches dich direkt zu SiteGround bringt. Und du kannst unser exklusives Angebot für Blog-Challenge-Teilnehmer sehen. Die Angebote von SiteGround sind sehr übersichtlich gestaltet. Wenn du Anfänger bist und dein Blog gerade erst startest, dann wirst du noch nicht so viele Besucher auf deinem Blog haben und dann bist du mit dem Startup-Tarif für ca. 4 Euro pro Monat bestens bedient. Weißt du allerdings jetzt schon, dass dir eine Webseite nicht reichen wird und du mehrere Blogs erstellen möchtest, dann würde ich dir gleich dazu raten, dass du den Grow Big-Plan wählst. Hier hast du die Möglichkeit, mehrere Blogs zu erstellen und kannst bis zu 25.000 Besucher pro Monat haben. Aber auch wenn du dich jetzt erstmal für den Startup-Tarif entscheidest, kannst du später immer noch auf den Grow Big-Plan upgraden. Du kannst sogar, nachdem du dich angemeldet hast, vom Kundensupport deine bereits bestehende Webseite umziehen lassen. Der Kundensupport von SiteGround ist sowieso der beste Kundensupport, den ich bis jetzt bei irgendeinem Webhoster erleben durfte. Er ist super schnell und verlässlich und sie helfen dir immer sofort weiter. Selbst zu den verrücktesten Uhrzeiten, am Wochenende, spät nachts, wurde mir innerhalb von kurzer Zeit geholfen und mein Problem gelöst. Entscheide dich jetzt also für den Tarif, der für dich am besten passt. Hier hast du jetzt die Möglichkeit, mit SiteGround eine neue Domain für deinen eigenen Blog zu registrieren. Für die Domain bezahlst du 12,95 Euro pro Jahr. Du hast außerdem die Möglichkeit, deinen Domainnamen bei einem anderen Anbieter zu registrieren und ihn dann später mit SiteGround zu verknüpfen. Das erfordert ein wenig mehr Aufwand und ein bisschen technisches Know-how, weil du bei dem anderen Anbieter die sogenannten DNS-Einstellungen ändern musst, sodass der Domainname auf SiteGround zeigt. Du kannst dafür zwar ein paar Euro sparen, aber du solltest selber abwägen, ob es dir dieser Mehraufwand wert ist. Wenn du alles an Ort und Stelle und es dir so einfach wie möglich machen möchtest, dann empfehle ich dir, deinen Domainnamen mit SiteGround zu registrieren. Ansonsten, oder wenn du bereits einen Domainnamen besitzt, dann solltest du die zweite Option wählen und hier unten im Feld deinen bereits bestehenden Domainnamen eingeben. Nun bist du beim letzten Schritt angelangt und hier musst du jetzt noch deine persönlichen Daten angeben, um deinen SiteGround Hosting Account zu erstellen. Du siehst hier als Zahlungsmöglichkeit ausschließlich Kreditkarte und wenn du gerne mit PayPal bezahlen möchtest, dann hast du auch die Möglichkeit, den Kundensupport von SiteGround zu kontaktieren und sie darauf anzusprechen, dann werden sie dir auch die Möglichkeit geben, mit PayPal zu bezahlen. Unter dem Reiter Hosting Services solltest du beachten, dass unter Data Center Europe ausgewählt ist. Allerdings hast du auch die Möglichkeit, dies später noch zu ändern. Unter Period bzw. Laufzeit hast du die Möglichkeit auszuwählen, für wie lange du deinen Hosting-Account kaufen möchtest. Du hast sogar die Möglichkeit, ein Trial zu machen, sodass du immer monatlich bezahlst. Da dies jedoch mit sehr hohen Anmeldekosten verbunden ist, würde ich dir das nicht empfehlen. Ich würde dir sogar empfehlen, 36 Monate auszuwählen, da du dann den längstmöglichen Zeitraum den niedrigsten Preis zahlen kannst. Du solltest bei dieser Entscheidung auch berücksichtigen, dass Bloggen generell eine langfristige Angelegenheit ist und dass sich dein Erfolg auch erst nach längerer Zeit einstellen kann. Unter Extra Services brauchst du SG Sitescanner nicht auszuwählen, weil dies meiner Meinung nach nicht notwendig ist. Wenn du alles eingestellt hast und deine persönlichen Daten sowie die Zahlungsinformationen eingegeben hast, dann musst du hier unten noch einmal auf Confirm klicken und dann klickst du auf Pay Now. Nach erfolgreicher Zahlung bekommst du eine Bestätigungs-E-Mail von SiteGround mit den Zugangsdaten zugesandt. Wenn das erledigt ist, dann lass es mich bitte wissen, indem du mir eine E-Mail an oliver@30tageblogchallenge.de schickst und mir mitteilst, dass du dich für die 30-Tage-Blog-Challenge anmelden möchtest.